Diese Woche hatten wir sehr viele China-News. Schauen wir kurz rein. Liebe Zuschauer, wir hatten diese Woche sehr, sehr viele China-News. Wir gucken einfach mal rein, was macht der Markt, wie geht's weiter. Und Bitcoin läuft ja gerade ein bisschen seitwärts. Ethereum tut ihm gleich und wir schauen einfach mal kurz auf den Markt. Wie ihr wisst, ja, vergesst nicht, wir haben noch 17 Tage bis zu unserer Konferenz. Ich freue mich schon richtig toll drauf, ich hoffe ihr auch. Lasst dem Video doch gerne mal ein Like da, einen Daumen hoch, ja, abonniert den Kanal. Schreibt das in die Kommentare und natürlich vergesst unsere Kryptonauten-App nicht. Wir gucken mal kurz, wie viele Tickets haben wir noch. Ja, 33, ein paar sind noch vorhanden. Der Rest ist ausverkauft, also gerne holt euch noch ein paar von diesen begehrten Tickets. So, jetzt gucken wir mal. China-Nachrichten, wir hatten es ja in den Gruppen eigentlich relativ gut drin. China gilt als der wichtigsten Akteure im Kryptowährungsmarkt. Die Entscheidungen der chinesischen Regierung betreffen den gesamten Branche, aber Kryptowährung Bitcoin befindet sich in einer prekären Regulierungslage. Die chinesischen Kryptowährungsgesetze sind ziemlich streng. Finanzinstitutionen ist es verboten, Bitcoin verhandelt zu werben und auch für ICOs. ICOs sind auch in China verboten. Und. Also wir haben brutal viele Nachrichten, negative Nachrichten aus China. Ja, der Markt macht ja 22% aus. Und wenn wir hier institutionelle Bitcoin-Produkte haben, in 13 von 17 Wochen Abflüsseverzeichnis. Ja, Ethereum Mining Pool stellt den Betrieb ein. Ja, sehen wir, 22% der Hashrate kommt von diesem Pool. Gut, XRP, klar. Kostet über 3000, gucken wir uns gleich an. Neuer Klassiker? Ja, auf jeden Fall. So wie China-Verbote, wie wir schon hatten, abartig. China Bitcoin-Verbot, Schutt, Angst, kommen die Trader. Der Bitcoin-Derivatenmarkt schwankt nun zwischen neutral und bärisch. Nachdem China seine Kryptoverbot schon wieder, hat man relativ oft bekannt gehabt, und zu einem Bitcoin-Rückgang auf 40.600 Dollar führte. So, nächste Zeile. Fahrt aus China. Krypto holte sich 12 Mal seit 2009. Also sehen wir, China hat zwar schon Einfluss, kommt immer darauf an, wie groß der Einfluss ist und was passiert. So, nächste Zeile. Trotz China-Verbots Altcoin mit Kurs-Trendbrücken große Gewinner. Genau wie 2017, angebliches Bitcoin-Verbot ruft Erinnerungen an Rekordlauf wach. Also wir haben relativ viel negative Nachrichten für China und natürlich den gesamten Kryptomarkt. Dann natürlich, ich habe es euch gesagt, Nichtverfügbarkeit von Futures und Derivaten in Deutschland, Italien und Niederlanden. Wir sind ein paar Leute, die natürlich in bei Binance auch in Deutschland traden. Problem ist nur, mittlerweile haben sie es durchgezogen. Wir können über Binance keine neuen Future Contracts mehr eröffnen. Alle bestehenden Contracts, die laufen noch. Ich rate nur jedem, der eine Position hat, die im Plus ist, sie zu schließen. Ja, wenn eine Position im Minus ist, abwarten. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also ich habe meine Position geschlossen, weil ich im Plus war und werde mir natürlich jetzt auch was anderes suchen, weil, ja, schade, aber natürlich macht uns da auch, ihr seht hier, also das hier zum Beispiel findet ihr auf jeden Fall bei Binance, gebt einfach mal Bekanntmachung ein, ich habe das jetzt einfach mal auf Deutsch übersetzt, ich kann euch mal die Übersetzung schon rausnehmen, ist vielleicht ein bisschen einfacher, also auf Announcement. Und dann einfach Germany eingeben und dann kommt genau das vom 30.07. diesen Jahres. So, genau, hier habe ich noch was gefunden, anwalt.de. Negativschlagzeilen häufen sich von Binance. Natürlich hat ganz klar, wir können keine SEPA-Einzahlen mehr machen, wir können keine Futures Trades mehr machen, mehrere Banken sind abgegangen. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, den BaFin, er hat die Produkte auch ohne Lupe genommen und es fehlen anscheinend einfach ein paar Sachen zur Regulierung und. Also die chinesische Börse Binance wird natürlich, gerät immer mehr unter Druck. Und das ist aktuell so ein bisschen das Problem, was wir auch mit unseren Kursen merken. Und
Ja, schau mal einfach mal rein. So viel zu Negative News. Und wir springen einfach mal in den Chart. Ja, ich halte euch ja jeden Tag auf dem Laufenden bei Telegram. Aktuell gibt es nicht viel. Ich habe jetzt mal bewusst alle Linien rausgemacht. Wir sind im 4-Stunden-Chart und wir schauen uns jetzt einfach mal an, was denn so die nächsten Tage, Wochen auf uns zukommen könnte. Ich sag mal Tage, weil Wochen wäre ein bisschen zu weit. Ich habe auch keine Glaskugel, also ja. Nee. Wir zeichnen einfach mal die Linien neu ein, weil es gibt mittlerweile mehrere Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel ja, hier eigentlich ein richtig schönes W-Pattern geformt. Problem war nur, dass mir über die Neckline nicht viel rausgeschossen sind. Also der Kurs hat sich relativ stark erholt, ganz klar, aber wir sind einfach über die Neckline nicht so stark rausgekommen. Was sich jetzt gerade so ein bisschen rauskristallisiert, ist ein M-Pattern. Das heißt, der Kurs geht runter. Ja, so, so, so. Okay, müssen wir es ein bisschen anders machen. Ein M-Pattern. Ich könnte vielleicht. So, jetzt aber. Das Ding mal gelb machen. Ja, das sieht man auch nicht. Ich glaube, meine Farben sind zu grell. Macht aber nichts. Ihr wisst, was ich meine. Also ein M-Pattern. Und ja, wie sieht es sonst aus? Also, wir hatten ja den großen Abverkauf in diesem Bereich. Na, jetzt. In diesem Bereich, ja, bei 53.000. So. Wir schauen uns das kurz an. Und zwar sehen wir hier, dass der Kurs eigentlich nicht mehr. Könnt ihr auch so machen. Das passt besser. Farbe mache ich euch wieder gelb, weil sonst kommen alle gar nicht mehr klar. So, wir könnten hier sagen, Bitcoin bewegt sich aktuell in einem Abwärtstrendkanal, was definitiv auch der Fall ist, weil wir ein Hoch, tieferes Hoch, noch tieferes Hoch, ja, aber wir haben einen dicken, fetten Support hier unten. Beziehungsweise muss ich sagen, dass dieser Support langsam bröckelt. Eigentlich hatten wir hier Support und hier Support. Ja, wenn der Kurs aber wieder hochgeht und dann wieder runter, dann sehe ich es nicht so gut. Deswegen haben wir in diesem Falle eigentlich ein Descending Triangle. So, was heißt das jetzt für uns für die nächsten Stunden, Tage? Ich mache diese Linie mal weg, dass es nicht so stark irritiert. Na, so. Auf jeden Fall sehen wir, dass der Kurs runtergeht, abprallt, wieder hochgeht, wieder runtergeht, abprallt, wieder hochgeht, leicht abprallt, wieder hochgeht und wieder abprallt. So, das waren jetzt mehrere Abprallungen. Das heißt, wir bewegen uns eigentlich in diesem Dreieck. Das heißt, der Kurs bewegt sich in diesem Dreieck einfach ein bisschen näher und aktuell haben wir das Dreieck nach unten noch nicht durchbrochen, aber auch nicht nach oben. Das heißt, es kann sein, wir gehen jetzt hier nochmal hoch, so auf 42,7, gehen nochmal runter, nochmal hoch, nochmal runter und verlassen das Dreieck entweder dann nach unten oder nach oben. Wenn dieser Support hält, ja, den wir schon mehrfach angetestet haben. Und so mehrfach wir einen Support antesten, umso weniger stabil bleibt er. Es kann natürlich auch sein, dass der Kurs ja, wieder nach oben ausbricht. Ich bin immer noch bullish, nach wie vor, ganz klar. Aber es gibt da so ein paar Kleinigkeiten, wo ich sage, okay, sieht vielleicht gerade nicht durch die ganzen negativen Nachrichten vielleicht nicht ganz so gut aus. Aber vielleicht sehen wir natürlich auch einen Runner, kann natürlich sein. Wie gesagt, kann halt ein Glaskugel. Ich kann nur das aktuelle Geschehen euch zeigen. Und zwar, wie gesagt, diese Linie bildet unseren aktuellen Support. Ja, zwischen 40 und 41, also mehr 41 wie 40. So. Und jetzt sind wir natürlich wieder an dem Punkt, dass wir über die 42 wieder rüber müssen, weil die 42.000, die waren eigentlich mal ein guter Support. Also wir sind immer wieder raus. Ja, wir sind immer wieder über die 42.000, dann wieder rein, wieder raus, wieder rein, wieder raus. War eigentlich
ein guter Support und natürlich unser Hauptsupport sind die 40.000. Und ja, aktuell ist es so, wir stehen gerade wieder vom Widerstand, dass die 42.000 gerade im Widerstand sind und die 40.000 ein Support. Das heißt, wir haben eine Range von 1.000 Dollar, was im Bitcoin nicht viel ist. Das heißt, wir könnten hier noch ein bisschen, wie gesagt, wir könnten hier noch ein bisschen spielen, ja, und dann kann es sein, der Kurs bricht aus. Und mit den vielen negativen Nachrichten müssen wir natürlich auch davon ausgehen, dass der Kurs eventuell nach unten ausbricht. Aber die Wahrscheinlichkeit ist erstmal gut, dass der Support hält. Und wenn er weiterhin hält, bricht der Kurs auf jeden Fall nach oben aus. Dann gehen wir mal raus in den Tagesschart. Und im Tagesschart sieht es einfach so aus. Ich habe euch hier oben mal die rote Linie eingezeichnet. Das ist der aktuelle Short-Term-Uptrend. Das heißt, ein kurzweiliger Abwärtstrend im Bitcoin-Markt. Wir sind aber hier natürlich schon wieder hoch. Ja. Wir müssen jetzt natürlich erstmal hier über diese Hürde wieder drüber kommen. Wo sind wir da? Knapp bei 60.000. Bei 58 war das. Ja, und dann bei 64. Das heißt, wir müssen ein neues Hoch kreieren, quasi über die 58.000, 57.000, dass wir neue All-Time-Highs sehen. Und solange das nicht passiert, befinden wir uns eigentlich aktuell einfach im Short-Term-Abwärtstrend. Und dazu schauen wir jetzt einfach mal unsere zwei Hauptlinien an, der 50-Tage-Moving-Average und der 200-Tage-Moving-Average. Ja, und aktuell sind wir sogar unter beiden. Wir hatten hier einen Golden Cross. Habe ich auch schon gesagt und ich habe damals schon gesagt, dass es nicht heißen muss, dass der Kurs rapide nach oben geht, nur weil wir drüber sind. Wir haben ja gesehen, es ist das Gegenteil passiert. Und natürlich am Sonntag war es auch so, der Kurs ging runter, dann gleich wieder hoch. Also Bitcoin ist alles möglich. Einfach ist alles möglich. So, wir sind aktuell unter der, die grüne ist die 200-Tageslinie. Im Daily-Chart, wir sind aktuell unter dieser Linie. Ein bärisches Zeichen, wir sind auch unterhalb der roten Linie. Die rote Linie ist unsere 50-Tageslinie, leider auch drunter. Und wir sollten eigentlich mal auf jeden Fall mal wieder über die 50-Tageslinie drüber kommen, dass wir sehen, ja, sieht wieder bullisch aus. Wenn wir noch weiter rauszoomen und sagen, okay, komm, wir gucken uns einfach mal die Woche an, sieht die Woche gar nicht schlecht aus, weil ich mache heute die MAs mal wieder raus. Weil wenn wir sehen, ja, Kurs ist stark gestiegen, wir haben einen kleinen Rücksetzer, ja, beziehungsweise eine Korrektur auf 42 und dann kann natürlich sein, dass wir die nächsten Wochen wieder steigen werden. So sieht's aus. So, gehen wir mal wieder in den 4-Stunden-Chart. Sieht doch lustig aus hier. Also, wie gesagt, weiterhin bleiben wir in diesem Dreieck und wir erwarten natürlich einen Ausbruch und der passiert spätestens hier am 3. Oktober, Tag der deutschen Einheit. So, was macht Ethereum? Ihr seht's, nicht viel Unterschied, weil Ethereum verhält sich genauso wie Bitcoin, nur dass Ethereum aktuell, ich ziehe mal diese Linie, ich habe das schon mal eingezeichnet, ja, mal wieder unter dieser Supportlinie ist, das heißt, die könnten wir gerade mal wieder streichen. So, also was macht Ethereum-Kurs? Verhält sich wie Bitcoin? Ja, wir sehen also, die Chartmuster sind ähnlich, auch im M-Pattern-Bereich, beziehungsweise im W-Bereich waren wir und da war es dann wirklich tatsächlich so, dass Ethereum in diesem Bereich in der Neckline sehr stark hier nach oben ausgebrochen ist. Und natürlich gleich wieder. Das heißt gleich wieder, also ja, über Tage, Stunden hinweg, gleich wieder abverkauft wurde. Also bildet sich natürlich dort auch wieder ein, was ich jetzt sehe, ein M-Pattern. Und dann müssen wir einfach warten, weil diese gelbe Linie hier aktuell in unserem, ja, nicht ganz gleichschenkligen Dreieck bildet den Support. Und dann sehen wir natürlich auch, der Kurs konsolidiert, das heißt, der wird kleiner. Ja, in diesem Dreieck, das heißt, der Kurs geht jetzt wieder hoch. Er kann ruhig nochmal an 3000, beziehungsweise hier an der Marke 3050 kratzen. Ja, wieder runter, gehen wieder hoch, wieder runter. Und dann müssen wir einfach warten, ob er nach unten ausbricht, beziehungsweise nach oben ausbricht. Das sah jetzt nicht so gut aus. So. Genau. Wir schauen mal kurz auf die Dominanz. Bei der Dominanz bei Bitcoin ist aktuell so, die stagniert nicht. Falsches Wort.
die läuft seitwärts. Das heißt, wir haben hier einfach eine Seitwärtsbewegung. Ja, wir haben sehr Support eigentlich gerade aktuell bei 41,49 beziehungsweise bei 41,50. Sehen wir einfach in diesem Bereich, der Kurs oder die Dominanz läuft seitwärts. Das heißt, einmal ist Bitcoin stärker, einmal ist Ethereum stärker. Und wir müssen jetzt einfach mal gucken, dass wir hier wieder ein bisschen höher kommen. Dass Bitcoin natürlich auch wieder steigt, weil ansonsten kann es natürlich sein, dass die Leute dann wieder mehr in die Altcoin stecken. Bei Ethereum ist es gerade einfach andersrum. Bei Ethereum ist so, Ethereum ist immer noch am Sinken. Das heißt, ja, wir haben hier so einen Abwärtstrend und natürlich auch hier unten den Support. Und wenn Ethereum wieder weiter sinkt, ja, ich habe hier noch einen 1630er Support drin, ja, dann wird können wir wieder stark. Wenn Ethereum stark wird, wird Bitcoin schwach. Umverteilung einfach des Geldes, wie ich in verschiedenen Videos vorher auch schon gesagt habe. So, dann schauen wir uns mal die Altcoins an. Ja, das sieht ein bisschen lustig aus hier. Kann man mal gucken. Ja, Cardano. Diese gelbe Linie, die können wir mal ändern auf hierher. Dann stimmt die nämlich auch wieder. So. Ihr seht selber, dass manche Verbindungslinien einfach nicht mehr bedingt aktuell sind. Auf jeden Fall sehen wir hier auch ein Dreieck, was Cardano bildet, und zwar genau so. Und auch diese Altcoins können natürlich in diesem Dreieck laufen und der Kurs sich so verhalten. Wir sehen, dass im Gegensatz zu Bitcoin die Altcoins nicht ganz so den Kursverlauf machen. Natürlich sollen sie auch nicht. Starker Anstieg wieder auf 2,40, 2,43, ja, und dann geht der Kurs einfach wieder runter. Und dieses Descending Triangle, also nicht symmetrisches Dreieck, kann natürlich sein, dass wir nach oben ausbrechen oder nach unten. Das ist leider so. Schauen wir mal Elrond an. Ja, würde ich sagen, auf den Punkt getroffen und unsere Linien sind immer noch intakt. Das heißt, auch unsere Supportlinie, unsere grüne Supportlinie ist immer noch intakt und wird noch gehalten. Und somit kann es natürlich sein, wir machen hier nochmal so einen Berg. Ja, und dann gehen wir nach oben. Schauen wir mal, wie es aussieht. Ja, die Linie ist schon ein bisschen steil für meinen Geschmack. Und wenn die Linien so steil sind, kann man keine wirklichen Aussage treffen. Also von der technischen Seite her nicht so wirklich. Aber unsere Supportlinie bei 200 hält. Ja, wir sind gerade bei 205. Waren auch schon tiefer und die Leute haben gleich wieder nachgekauft. Ja, wir sind gleich wieder 260 hoch, also schnell. Ja, wie soll ich sagen? Nee, Quatsch, andersrum. Steigerung quasi wieder. Ja, das waren wir schon 50%. Puh. Also, Around sehr stark. Twitter weiterhin abfallend. Die Linie passt jetzt auch nicht mehr, die könnte man eigentlich schon mal runterziehen. So, ja. Aber aktuell bildet Twitter auch einen Support. Ja, bei 480. 473, also quasi auch in diesem Bereich. Ihr seht, der nächste Widerstand ist diese Linie. Hier seht ihr zum Beispiel ganz genau wieder, wir hatten hier Support, hier hat der Support nicht mehr gehalten und jetzt ist das ein Widerstand bei 5,70 $. So, Tron. Tron ist leider durchgebrochen und wir hatten in der Woche natürlich auch nochmal ein kleines Breakout über knapp 10 Cent. Ja, und dann sind wir wieder runter. Der Supportlinie hier von letzter Woche hat nicht gehalten. Somit ist diese Supportlinie ein Widerstand geworden. Und der Kurs findet gerade aktuell hier einen Widerstand, was er hier ja auch schon hatte in diesem Bereich. Also sind wir bei ja, 0,08 Dollar, also 8,4 Cent. So, was gucken wir als nächstes an? Helium.
Helium läuft eigentlich gerade ein bisschen seitwärts. Gibt ja viele Leute, die auch Helium meinen. Ich nicht. Wir sehen jetzt hier auf jeden Fall oje, einen Widerstand und einen Support. Das heißt, innerhalb von diesen zwei Linien bewegt sich der Kurs und geht immer rauf und rauf runter. Hier sehen wir zum Beispiel auch das W, ja, wie jetzt von Bitcoin und Ethereum. Ansonsten läuft es genau gleich. Wir haben hier Support, eine Supportlinie. Da müssen wir einfach mal ein bisschen aufpassen, was in den nächsten Tagen passiert, wenn noch mehr negative News kommen. Oder die Leute kaufen auch für die negative News kräftig nach. So, dann schauen wir auf Matic. Matic hat leider den Support in diesem Bereich nicht geschafft. Der Kurs ist runter, wieder aufgekauft und wieder runter, wieder aufgekauft, wieder runter, nochmal aufgekauft und dann wieder runter. Also hat dieser Support aktuell nachhaltig nicht gehalten. Das heißt, das ist aktueller Widerstand. 1,20 Dollar und wir bilden aktuell hier unten einen neuen Support ungefähr bei 1,03 Dollar. Wir sehen wieder, es kommt langsam wieder eine Ähnlichkeit rein. Das heißt, Solana zum Beispiel konsolidiert seitwärts, sehr stark sogar. Das heißt, wir haben hier den Support. Das ist die Linie, wo ich letzte Woche angezeigt habe, bei 125. Und hier den Widerstand. Und hier auch wieder ein Widerstand. Ja, also laufen wir quasi hier und hier seitwärts. Kann natürlich auch sein, wir haben sehr viel Angst im Markt, ja, also die Leute sind ein bisschen vorsichtiger, müssen da neue Börsen fürs Future, für Derivate suchen und naja. So, Dowmaker läuft total seitwärts, kann man gar nicht viel sagen gerade. Wir sind gerade wieder am oberen Ende. Man könnte jetzt hier eigentlich ja, das könnte man machen, hier ein langes Descending Triangle einzeichnen. Das heißt, mit dem oberen Ende. In der Regel tradet man sowas, wenn wir jetzt genau hier oben sind. Ja, geht man Short, wartet bis wir wieder hier unten sind, dann geht man Long, wartet bis wir hier sind, geht wieder Short und. Genau. Und auf jeden Fall 2 Dollar immer noch Major Support bei Dowmaker. Es kann natürlich gut aus sein, dass er mit der wir gerade hier war, es war ja mein Widerstand, es war drüber gebrochen aktuell, aber es kann natürlich auch sein, dass wir gleich wieder runtergehen, weil wenn die Linie hier schon abfallend ist, sind wir auch dort in einem kurzweiligen Abwärtstrend. Lob als besser. Und dann könnte es natürlich sein, dass es schon wieder runtergeht. Ja, Binance Coin durch die ganzen negativen Nachrichten stark verloren. Also wir haben innerhalb von jetzt knapp einen Monat, ja, 36% Miese, 183 Dollar, ist nicht wenig. Aber wie gesagt, das liegt einfach daran, dass die Börse sehr viele negative Schlagzeilen kriegt. Ja. Aber trotzdem immer noch stabil, wenn wir überlegen, dass wir dieses Jahr oder letztes Jahr mit ein paar Dollar angefangen haben, 7 oder so. Also, schauen wir mal, was das für uns heißt. Ja, Binance hat aktuell mehr oder weniger hier einen Support und tradet so in diesem Descending Triangle. Dann schauen wir weiter. Polkadot. Polkadot ist im Aufwärtstrend leider nicht mehr so stark. Hat diesen Aufwärtstrend auch verlassen. Die können wir jetzt eigentlich rausnehmen, die stimmt nicht mehr. Und es bildet natürlich auch ein Descending Triangle. Und ist am unteren Support angekommen bei 27 Dollar. Wir sind leicht unter 27 Dollar, das heißt, wir sind unterm Support. Hier drunter. Sieht gerade so aus, wie wenn der Kurs sich wieder nach oben kämpft. Also wenn er drüber geht, Bestätigung kann er nach oben ausbrechen, aber wie gesagt, bei diesen Dreiecks können wir nach oben ausbrechen oder nach unten. Und wenn der Kurs jetzt hier nicht mehr über den Support, beziehungsweise aktuell ist ja Widerstand drüber kommt,
Dann geht's weiter runter Richtung 21. So, Ethereum Classic. Keine Linie verschieben. So, gleiches Spiel. Die Linie passt zum Beispiel wieder sehr gut, weil wir hatten eigentlich hier. Ein bisschen größer machen. So, ich bin immer im 4-Stunden-Chart, gell? Nicht vergessen. Support, Support, kein Support mehr durchgebrochen. So bleibt die Linie dann quasi als Widerstand. Aber ihr seht, wir hatten hier Widerstand, hier sind wir durchgebrochen. Wieder runter, dann hier Widerstand und jetzt wieder Widerstand. Aktueller Support sehen wir einfach hier unten bei 44 Dollar. Und dieses Dreieck wird auch immer kleiner irgendwann. Ja, Omise Go hatte ich auch mal wegen der Performance mit reingenommen. Aktuell ist es so, läuft immer noch im Kanal. Der Kanal ist natürlich gerade nicht parallel, ja, ihr seht selber. Aber wir sehen eigentlich relativ gut immer noch, dass wir hier unten Support haben. In diesem Kanal, hier ist ein Support. Hier hatten wir Support, also hier haben wir wieder krasse Kerze nach oben. Hier haben wir einen Support. Und noch ist alles intakt. Das heißt, man könnte jetzt natürlich sagen, okay, alles klar, der Kurs geht jetzt hier wieder hoch bis zu der Linie. Könnte eventuell so kurz drüber brechen, dass wir wieder über die 11 Dollar sind und dann wieder nach unten gehen. Genau. So, was haben wir noch? Ripple läuft seitwärts. Hält aber den Support auf 90 Cent. Genau. Läuft auch im Dreieck. Monero läuft auch seitwärts. So. Ja, da sehen wir auch da oben, da sehen wir auch eine Dreiecksbildung, ein Descending Triangle. Wir hatten Support hier unten bei 220, mehrfach kurz drüber, auch nochmal kurz drüber. Das heißt, eigentlich könnten wir es auch so machen. Dann haben wir ein symmetrisches Dreieck und dann ist natürlich der Ausbruch 50-50 nach oben oder 50-50 nach unten. Müssen wir warten, bis das Dreieck sich schließt und das wird sein am 30. IOTEX. Immer noch so ein Hammerausbruch, also das ist immer ganz krass, ich muss da immer noch drüber lachen. Weil wir sehen sowas echt selten, also ja, 4-Stunden-Kerzen, so viel 4-Stunden-Kerzen, es war dann 1, 2, 3, 4, 5, kurz runter, 6, 7, ja, also sehr krass. Läuft aktuell sehr gut seitwärts, wir sehen es hier. Ja, also wir haben Support bei 5 Cent und der aktuelle Widerstand liegt hier oben bei 7 Cent. Stellar Lumens läuft genauso wie alle anderen. Unsere Kanäle hier, die können wir eigentlich mal wegmachen, weil die stimmen ja jetzt nicht mehr. Und natürlich sind wir genauso im harten Abwärtstrend. Also, das ist aber wirklich im harten Abwärtstrend, muss ich echt sagen. Und dieses Dreieck läuft bald aus, weil Support wurde schon unterschritten. Wir hatten eigentlich aktuell den Support hier in dem Bereich. Muss ich mal größer machen. In dem Bereich den Support, ja. Und leider sind wir genau drunter gerade. Das heißt natürlich, dass es dann relativ schnell abwärts gehen kann. Also versteht mich nicht falsch, also es kann natürlich auch aufwärts gehen, aber wir müssen erstmal wieder über die Supportlinie hier drüber gelten, 27 Cent. So, VeChain. Ja, ihr seht. Ja. Aktueller Support hier unten. Auch ein Descending Triangle. Aktuell so, wir hatten Support ungefähr hier bei 0,083
sind aktuell drüber, kämpfen gerade mit dem Support und müssen warten, was passiert. Indikatoren sind aber gerade unten im 4-Stunden-Chart. Also wer den RSI mal reintun möchte, ja gut, noch nicht ganz auf Null, kann dann der Tipp nochmal kurz runter. Also der RSI ist ein relativ guter Indikator, ja, um einfach mal zu gucken, wie die Stärke gerade ist. AVAX sieht gut aus. Ist übrigens auch ein Coin. Ich habe den mal in den Marktanalysen in der Kryptonauten-App. Jeden Tag poste ich natürlich in der Kryptonauten-App meine Marktanalyse für euch. Auch immer mehrfach drin gehabt und wir sehen einfach hier einen Aufwärtstrend, der eigentlich immer noch intakt ist. Ja. Und hatte ich eigentlich relativ oft drin, weil ich gesehen habe, dass der ja, relativ oft gut performt. Also ich mache mal so einen Kanal hin. Sieht mal gut aus. Also aktuell sind wir an einer Supportzone oder Supportlinie, das ist die gelbe, die ich gerade eingezeichnet habe. Also hier, ja genau, der untere Support. RSI ist schon relativ weit unten. Es kann sein, da kommt da mal kurz runter. Oder geht dann natürlich gleich wieder hoch und fährt mal hoch auf 90, 92. Ja, kann gut sein, wenn natürlich hier der Support hält. Aber sieht sehr gut aus. Alles, ja, gut, kann man wahrscheinlich rausnehmen. Oh, warte mal. Hier sehen wir ein Head and Shoulders. Ein Head and Shoulder Pattern. Genau. Schulter, Kopf, Schulter. Ein bärisches Pattern, wenn es so rum gezeichnet ist. Inverse heißt verkehrt rum, haben wir leider nicht. Das heißt, der Kurs müsste eigentlich, ja, oder die Neckline runter geht, nochmal runter gehen. KSM hatte stark performt, mehrere Male. Also wir sehen hier prozentual her sehr, sehr stark gewesen. Aktuell natürlich auch schon eine kleine Seitwärtsbewegung. Also der Kurs kam mal ordentlich runter, ja, 35% minus. Und dann kam der Kurs gleich wieder hoch mit 63% plus. Innerhalb von ein paar Tagen. Sehr erstaunlich und deswegen habe ich den auch mal mit reingenommen. Aktuell war der Support eigentlich hier, der ist natürlich durchbrochen. Also das war, was heißt aktuell, das war schon letzte Woche. Und ja, aktuell liegt es einfach so ein bisschen in der Seitwärtsbewegung auch. Aktueller Support ist hier unten bei 300. So, Thesos. Den kann man rausmachen, sieht auch gut aus, hat sich eigentlich mal kurz so verhalten wie Jotex. Aktuell grüne Linie Support. Diese grüne Linie Support bei 4,65 $. Hier hatten wir auch einen Support, also kann natürlich sein, dass der Kurs noch mal heruntergeht. Und ja. Er sollte eigentlich über 6,15 $ mal länger bleiben, dass er weiter nach oben geht. So, Mina. Ja, bei Binance ist noch nicht ganz so lang gelistet, deswegen fehlt hier vorne einfach. Also hier fehlt was. Ja, hatten wir einen starken Aufwärtstrend, den können wir jetzt rausnehmen, weil der stimmt nicht mehr und aktuell sind wir auch im Abwärtstrend. War mal gut, kurzfristig. Aktuell wäre ich da eher ein bisschen vorsichtig, aber wir sehen, guck mal hier. Das ist unser aktueller Support. Sind wir ungefähr bei 3,78 $. Das war hier schon Support. Dann war es immer noch Support, obwohl es mehrere Stunden waren. Eigentlich ist er durchgebrochen, aber wieder aufgekauft worden. Und bildet man auch dieses Dreieck. So, Litecoin. Litecoin nach wie vor im starken Abwärtstrend. Support finden wir auch hier unten. In diesem Bereich bei 1,40 $, 1,42 $. Die Frage ist dann halt nur, wie lange hält also Support? Wir haben den schon da nicht. 1, 2, jetzt das dritte Mal angetestet. Und wenn der Kurs natürlich jetzt nicht nach oben ausbricht, sondern nach unten, sieht schlecht aus. Natürlich, wenn er nach oben ausbricht, sieht es gut aus. Dann muss er aber erstmal über diesen Widerstand her. Das war mal ein Support. 151 muss natürlich erstmal wieder hier drüber.
aber befindet sich in diesem Descending Triangle und dauert nicht mehr lang, spätestens ja, morgen 18 Uhr oder vielleicht auch schon früher sehen wir einen Ausbruch. Dasselbe gilt für Dash. Er hat noch ein bisschen, dass er ausbrechen könnte. Ja. Ah, nee. Also ich denke mal, dass wir einfach hier so den Support haben. Genau da, wo wir gerade sind. Und er kämpft auch mit dem Support. Ja, leider, leider. Ich habe mal Chia mit reingenommen. Ich kenne ja ein paar Leute, die auch Chia meinen. Wir haben auch in unserer Community ein paar Leute, die Chia meinen. Schade, schade, muss ich echt sagen. Ich muss das mal größer machen. Der Coin war mal richtig gut dabei, eigentlich. Und der Kurs geht leider immer weiter runter. Leider, leider. Gut. So, Bitcoin. Was macht Bitcoin? Steigt und kämpft immer noch mit dem 42.000er Supporter. Also, ich hatte natürlich weiterhin auf dem Laufenden. Wie gesagt, lasst gerne ein Like da. Und schreibt was in die Kommentare. Würde ich mich freuen. Ich hoffe natürlich auch, dass wir uns auf der Konferenz sehen, wo ich auch da sein werde. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Ich halte euch auf dem Laufenden in unserer Telegram-Gruppe und natürlich auch in unserer Kryptonauten-App. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder und lesen uns hoffentlich morgen. Ich wünsche euch eine schöne restliche Woche. Macht's gut. Bis bald. Ciao.